Wo ging Dumbledore eigentlich hin und was machte er, als er im Orden des Phönix floh? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Wir wissen, dass in diesem Schuljahr Dumbledore aus Hogwarts entlassen wurde. Das war eines der schrecklichsten Jahre für die Schule. Nicht nur, dass Dumbledore weg war, sondern Umbridge wurde an seiner Stelle gesetzt und schließlich zur Schulleiterin ernannt. Das alles geschah natürlich, weil sich das Ministerium, namentlich Fudge, ständig mit Dumbledore anlegte. Fudge schlug um sich, er war blind vor Angst und leugnete völlig, dass der dunkle Lord zurückgekehrt war. Dumbledore versuchte immer wieder, Fudge von der Wahrheit zu überzeugen, aber seine Bemühungen waren vergeblich und Fudge fuhr fort, Dumbledore auf jede erkenntliche Weise zu bestrafen. Schließlich eskalierte die Situation in einem vergeblichen Versuch des Ministeriums, Dumbledore zu verhaften. Wen wollten sie ja eigentlich veräppeln? Und in einem fantastischen Abgang vom Hogwarts-Gelände. Aber all das wirft eine sehr große Frage auf. Wo ist Dumbledore hingegangen? Er wird aus Hogwarts rausgeschmissen und taucht erst wieder bei seinem Duell mit Voldemort im Ministerium auf. Was ist da los? Der einzige Ort, den wir wirklich ausschließen können, ist Grimmauld Place, da er diesen Gedanken sofort zurückweist, als er von McGonagall befragt wird. Wohin willst du gehen, Dumbledore? Flüsterte Professor McGonagall. Grimmauld Place? Oh nein, sagte Dumbledore mit einem grimmigen Lächeln. Ich gehe nicht weg, um mich zu verstecken. Fudge wird sich bald wünschen, er hätte mich nie aus Hogwarts vertrieben. Das verspreche ich Ihnen. Während der Verfolgung durch das Ministerium hatte Dumbledore nicht allzu viele Möglichkeiten, sich in Sicherheit zu bringen, da das Ministerium ihn wahrscheinlich an einigen der offensichtlichsten Orten finden würde. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob Dumbledore überhaupt besorgt war, dass sie ihn finden würden. Denn wenn sie ihn finden würden, was könnten sie dann tun, um Dumbledore festzuhalten? Meine erste Vermutung wäre, dass Dumbledore einfach auf Horcruxjagd ging. Das scheint die naheliegendste Antwort zu sein. Dumbledore war weise, mächtig und hatte jede Menge Zeit zur Verfügung. Warum sollte er seine Zeit mit etwas anderem verschwenden? Hinzu kommt noch, dass Dumbledore später im selben Sommer in der Lage war, Marvolo Gorns Ring effektiv zu zerstören, was darauf hindeutet, dass er sich mit dem Thema befasst hat. Das Problem dabei ist jedoch, dass Dumbledores Horcruxjagd keinerlei Probleme für Fudge bereithält. Es scheint, dass Dumbledore die Absicht hatte, Fudge das Leben schwer zu machen. Aber was hat er damit gemeint? Welche Maßnahmen hat er ergriffen? Eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, dass das Ministerium für die Dauer von Dumbledores Abwesenheit absolut keine Ahnung hatte, wo er war. Das sind die Fakten. Dumbledore wurde vom Ministerium gesucht. Er erklärte, er habe nicht die Absicht, sich zu verstecken. Er schwor, dass Fudge seine Entscheidung bereuen würde und er zerstörte den Ring der Ganoven kurz nach seiner Abreise. Wie könnte Dumbledore Fudge am besten dazu bringen, seine Entscheidung zu bereuen? Indem er ihm das Gegenteil beweist. Ich denke, dass Dumbledore in seiner Abwesenheit ein paar Dinge getan hat. Er arbeitete daran, das Bewusstsein für Voldemorts Rückkehr zu schärfen, Horcruxe zu jagen und zu versuchen, sie zu zerstören und zu versuchen, Voldemort zu entlarven. Der beste Weg, Fudge dazu zu bringen, seine Entscheidung zu bereuen, wäre ihn als falsch zu entlarven und damit die Sicherheit der Zaubererwelt wegen seiner eigenen Leugnung zu gefährden. Außerdem war Dumbledore der einzige Zauberer, der Voldemort wirklich herausfordern konnte. Der mächtigste Zauberer auf der Seite der Guten. Und ich denke, das wird Fudge nochmal überdeutlich, als er schließlich im Ministerium eintrifft und sich noch einmal mit Lord Voldemort weidet. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.